begrüßen hier heute aus dem Elfer, der Sportskultbar in Augsburg. Wir haben heute als Interviewpartner eingeladen den Kurt Kovacs, Chefcoach des TSV Rhein. Ja, Herr Kovacs, jetzt seit zwei Saisonen, kann man sagen, zweieinhalb Saison beim TSV Rhein, sehr viel Erfolg gehabt, eigentlich professionelle Strukturen eingeführt, einfach so, sagen wir, den TSV Rhein, sagen wir, von den Schlagzeilen, den Gazetten der Bundesweiten in den negativen Bereich runtergeholt, einfach professionell gearbeitet, eine gute Mannschaft aufgebaut, und dann kann man aus der Presse vermelden, dass sich der TSV Rhein und Kurt Kovacs trennen. Das ist für einige Fußballexperten doch eine Überraschung. Was sind denn so die Beweggründe? Ja, zunächst mal, für mich war das genauso überraschend wie für die Öffentlichkeit. Ich habe noch zu Weihnachten gedacht, dass ich auch in der kommenden Runde für den TSV Rhein am Ball bin, also dass ich als Chefcoach da vor Ort bin. Er hatte auch die Information von Seiten des Hauptsponsors, von der Firma Dehne, die ja absolut solide und absolut zuverlässig mit dem TSV Rhein zusammenarbeitet. Und aus dieser Zentrale hatte ich die Information, dass man ausdrücklich die Bitte an den TSV Rhein weitergetragen hat, mit dem Kurt Kovacs auch in die kommende Runde reinzugehen. Und von daher gesehen habe ich dann schon gedacht, dass ich ganz einfach in der kommenden Runde auch Trainer bin. Vor allen Dingen auch deswegen, wie Sie jetzt erwähnt haben, ich habe den Verein und die Mannschaft des TSV Rhein in ruhige Fahrwasser gebracht. Ja. Wir haben sportlich außerordentlich große Erfolge erzielt. Ja. Wir haben zunächst den Klassenerhalt geschafft, letztes Jahr als Tabellenfünfter abgeschlossen. Dieses Jahr bewegen wir uns auch zwischen Rang 6 und 8. Also vom Sportlichen her gibt es absolut nichts auszusetzen. Und deswegen kam diese Entscheidung von Seiten des Vereins für mich sehr überraschend. Ja, Gründe, mir persönlich wurde ein einziger Grund genannt, und da ging es um finanzielle Dinge. Man hat ganz einfach gesagt, dass man diesen finanziellen Aufwand insgesamt nicht mehr betreiben möchte und dass man finanziell ganz einfach den Aufwand für die Bayernliga-Mannschaft drastisch reduzieren möchte. Und das eben betrifft nicht nur den Trainer, sondern auch die Mannschaft, den einzelnen Spieler. Ja, und ob das denn jetzt auch im Endeffekt so der Fall ist, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass mit der Firma Dehne ein potenter Geldgeber da ist, der den Verein nie im Stich lässt, der dem Verein immer den Rücken stärkt und der in allen Notsituationen ansprechbar ist und den Verein in allen Situationen unterstützt, also den TSV Rhein niemals im Leben allein lassen würde. Trotzdem kritisch nachgefragt, wenn man sieht, wo der TSV Rhein vor zwei Saisonen war, will man da wieder eine Rolle rückwärts gehen? So ganz das Argument, dass man einen finanziellen Engpass hat, das kann man, glaube ich, nicht nachvollziehen, wie Sie gesagt haben, als die Firma Dehne dahinter steht. Ja, es ist zumindest fragwürdig. Auf der anderen Seite kann ich nicht verstehen, dass man den sportlichen Weg nicht weitergeht, zumal in der kommenden Runde ja die Qualifikation für die neu strukturierte fünfgleisige Regionalliga ansteht. Und das wäre für den Verein TSV Rhein eine Riesenmöglichkeit, ganz einfach in die Viertklassigkeit zu kommen, also in der Saison 2012-13 dann in der Regionalliga Bayern zu spielen. Das wäre also eine überragende Geschichte und sicherlich auch für den Hauptsponsor förderlich. Und weshalb man da dann der ausdrücklichen Bitte des Hauptsponsors nicht gerecht wird, weiß ich nicht. Also ich denke mal, dass man den eingeschlagenen Weg der letzten zwei Jahre so nicht mehr verfolgt, dass man das Sportliche ganz einfach in den Vordergrund stellt, dass man Spitzenfußball anbieten will, Spitzenfußball, was den regionalen Bereich anbetrifft. Vielleicht will man eher in den Bereich Breitensport gehen und will ganz einfach zweite, dritte Mannschaften plus Jugendmannschaften mitlaufen lassen, was ja auch nicht ganz verkehrt ist. Aber man muss deswegen nicht unbedingt die Hauptsäule, das spricht die erste Mannschaft, dann schwächen oder die erste Mannschaft runterfahren. Ich sage, die erste Mannschaft ist das Aushängeschild des TSV Rhein und die müsste ganz einfach sportlich
das maximal rausholen können. Und das wäre natürlich sicherlich der Fall, wenn man den eingeschlagenen Weg weitergehen würde, wenn man nach den Strukturen, die wir jetzt geschaffen haben, ganz einfach in Zukunft auch arbeiten würde. Und ich denke mal, dass man die auch mit dem neuen Trainer nicht unbedingt jetzt großartig verändern wird, diese Struktur. Man wird schon versuchen, das, was in der jüngsten Vergangenheit gut war, auch in Zukunft beizubehalten. Also einen anderen Weg kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, kommen wir doch trotzdem auf die aktuelle sportliche Situation zu sprechen. Sie sind ja Profi genug, man ist angestellt beim TSV-Rhein, versucht natürlich, seine sportlichen Ziele in der Rückrunde zu verwirklichen. Was sind denn die sportlichen Ziele in der Rückrunde? Ja, zunächst mal hab ich von Anfang an gesagt, dass egal wie die Entscheidung des Vereins jetzt ausfiel, für mich jetzt in dem Moment negativ, ich trotzdem Profi genug bin, um bis zum letzten Tag alles für diesen Verein zu geben. Das werde ich auch machen. Wir werden das ganz professionell zu Ende führen. Ich bin nach wie vor 24 Stunden am Tag für diesen Verein und für meine Mannschaft da. Ja, und aufgrund dessen habe ich auch mit der Mannschaft gesprochen und habe gesagt, wir dürfen uns keine Nachlässigkeiten erlauben. Und wir wollen die Rückrunde so positiv wie möglich gestalten. Und positiv heißt für mich, dass wir im einstelligen Tabellenbereich bleiben, dass wir unter Umständen, wenn es gut läuft, vielleicht sogar noch unter die ersten 6 Mannschaften kommen können. Und ich habe gesagt, lasst uns diese Zeit jetzt ganz einfach, diese 14 Spiele, die in der Rückrunde noch anstehen, zusammen genießen. Ja. Ich mit der Mannschaft, weil ich sehr, sehr gerne für diesen Verein und auch mit dieser Mannschaft arbeite und die Mannschaft sicherlich auch mit mir einen Trainer hat, mit dem sie gut zurechtkommt und wo es riesig Spaß macht, Fußball zu spielen. Ich habe gesagt, lasst uns diese Zeit genießen, und das geht nicht einfacher, als dass man ganz einfach in dieser Phase erfolgreich ist, dass man viele Punkte holt und dass man dann viel Spaß miteinander hat, ganz einfach in der Rückrunde. Und ich würde mich freuen, wenn wir ganz einfach einen Tabellenplatz unter den ersten 6 erreichen würden, was sicherlich sehr schwer wird, aber es ist machbar.